Heutzutage wünscht sich jeder Dritte, eine Immobilienfinanzierung voll digital abzuwickeln. Die Anforderungen, die die Kunden an eine digitale Immobilienfinanzierung haben, sind beachtlich. Sie erwarten Zugriff über alle Devices, experimentelle Ermittlung des passenden Angebots, bei Bedarf sofortige Hilfe, keine räumlichen oder medialen Brüche, keine Wartezeiten. Um diesen Kundenwünschen gerecht zu werden, kann ein Finanzdienstleister heute prinzipiell zwei Wege beschreiten. Man kann sich einfach einer digitalen Plattform anschließen. Man kann aber auch eine eigene digitale Antragsstrecke aufbauen. Die Vorteile einer Plattform liegen auf der Hand. Innerhalb kurzer Zeit und wenig Aufwand bietet die Plattform ihren Mitgliedern Zugang zu einem großen, attraktiven Markt. Plattformen bringen für Banken aber nicht nur Vorteile, sondern auch signifikante Nachteile mit sich. Die Kunden werden preissensitiver. Aus der Auswahl an Anbietern, die ihnen die Plattform vorschlägt, favorisieren sie diejenigen, die den niedrigsten Zins und/oder die schnellste Kreditabwicklung versprechen. Die Mitgliederbanken der Plattform werden so in einen ruinösen Wettbewerb getrieben, bei dem sie sich bei den Punkten Zins und Time to Credit immer weiter unterbieten. Darüber hinaus sind auf der Plattformseite starke Konzentrationseffekte und monopolartige Strukturen zu beobachten. Diese drohende Machtkonzentration zugunsten der digitalen Giganten kann die Position der einzelnen Mitgliederbanken stark schwächen. Was ist nun besser? Bei der Abwägung ist zu berücksichtigen, dass die Entscheidung für eine digitale Antragsstrecke lange Zeit beträchtliche Investitionen für IT und Consulting mit sich gezogen hat. Diese Investitionen waren für viele, gerade für die kleineren Finanzdienstleister, außerhalb der Reichweite. Das ist der Grund, weshalb sie faktisch doch keine Wahl hatten. Der Anschluss an eine Plattform war der einzige Weg, um an dem wachsenden Markt der digitalen Immobilienkunden zu partizipieren. Das hat sich jedoch geändert, denn mittlerweile sind entsprechende Lösungen auf dem Markt erhältlich. Damit sind heute alle Finanzdienstleister, das heißt auch die kleineren, in der Lage, ihre eigene digitale Antragsstrecke effizient und modular aufzubauen. Die AFB-Lösung für digitale Immobilienfinanzierung beweist es. Diese besteht im Wesentlichen aus den folgenden fünf Komponenten. Erstens, nutzerfreundlicher Online-Kreditrechner, mit dem sich sämtliche Finanzierungsoptionen intuitiv durchspielen lassen, ohne finanzielle Vorkenntnisse mitbringen zu müssen. Die Klärung von einzubringendem Eigenkapital und der Abruf möglicher Fördermöglichkeiten inklusive. Zweitens, persönliche Betreuung im digitalen Einkaufsprozess, indem der Kunde bei Bedarf auf Videocall, Chatbots oder Co-Browsing sofort zugreifen kann. Auch die Überleitung in die physische Welt ist möglich. Eine Terminvereinbarung mit dem vielleicht bereits bekannten Berater der Bank. Drittens, Upload-Portal als Effizienzhebel, über das der Kunde die für den Vertrag benötigten Unterlagen komfortabel einreichen kann und der Kreditsachbearbeiter bei der gründlichen Antragsbearbeitung unterstützt wird. Viertens, rechtsgültige elektronische Unterschrift, die den Gang zur Filiale erspart oder erst nach Zusammenkunft des Familienrats ermöglicht. Fünftens, transparentes Dokumentenportal. Die digitale Kreditakte der Bank, die dem Kunden als Postkorb zur Kommunikation mit seiner Bank dient und als digitale Ablage Transparenz über seine Unterlagen und Verträge schafft. Durch die soeben skizzierte IT-Lösung von AFB hat heutzutage jeder Finanzdienstleister die Wahlfreiheit, ob er die Teilnahme bei einer Plattform durch eine digitale Antragsstrecke ersetzen oder wenigstens ergänzen will. Abschließend ein Vergleich der beiden Alternativen anhand der wichtigsten Entscheidungskriterien. Plattformen verbuchen klare Vorteile bei den Faktoren Kosten und Zeit. Für den Aufbau einer eigenen digitalen Antragsstrecke sprechen Vorteile bei folgenden Punkten: Robustheit gegen Zinssensitivität, Markenaufbau, Cross-Selling-Möglichkeiten, der heute so wichtige Kundenzugang und Unabhängigkeit. Der Aufbau einer eigenen, vollständig digitalisierten Antragsstrecke ist für Finanzdienstleister aber auf jeden Fall lohnend. Damit können Banken sowohl den eigenen Vertrieb über die Filiale, die eigene Online-Präsenz, Vermittler und Vergleichsportale gleichermaßen bedienen. Besonders deutlich zeigt sich der Nutzen einer eigenen digitalen Antragsstrecke in Verbindung mit einem Vergleichsportal. Die Prozessschritte informieren und vergleichen erfolgen dann über die Vergleichsportale. Der Abschluss erfolgt jedoch über den eigenen digitalen Online-Prozess der Bank. Diese Kombination bietet dem Endkunden das Beste aus zwei Welten, Vergleichsportal und Hausbankprinzip. Erstens, der Endkunde behält damit die in der Informationsphase beliebte Vergleichsmöglichkeit zwischen mehreren Anbietern. Zweitens, er muss seine sensiblen Daten nicht in eine gefühlt öffentliche Plattform eingeben, bei der er nicht genau weiß, an wen diese dann weitergeleitet werden. Drittens,
Er bekommt wesentlich individuellere Konditionen, Modalitäten, Produktinnovationen geboten. Beispiel: Tilgungsaussetzung, Sondertilgung, Produktinnovationen. Beispiel: Baufortschrittskontrolle. Beispiel: Anschlussfinanzierung. Gestalten Sie die Zukunft mit Ihren Kunden selbst, anstatt sich als reine Abwicklungsbank immer mehr in die Abhängigkeit von Plattformen zu begeben. Sprechen Sie mit uns.